Oh, wohnen die Freemans noch hier? Ja, wieso? Aber Dr. Freeman ist ein Schwarzer. Ich bin farbenblind. Wieso war ich so nett? Das ist nicht für mich. Du siehst aus, als ob du zu einer Beerdigung willst. Warum ziehst du dich so an? Ich gehe zu einer Beerdigung. Einer von Rons Patienten ist gestorben. Na und? Vergrabt ihn doch im Garten wie die anderen. Sein Tod hatte natürliche Ursachen. Sei so nett und halte dich mit deinen Kommentaren zurück. Hm. Das Ganze hat Ron tief erschüttert. Soweit ich weiß, hing er sehr an diesem Patienten. Ich will da nicht hingehen. Ich hasste diesen Kerl. Ja, du hast recht. Das Ganze hat ihn sehr getroffen. Rens Enkel hat uns eingeladen und ich habe ihm fest versprochen, dass wir kommen. Also gehen wir auch hin. Außerdem hat er gesagt, dass Ben sehr viel von dir gehalten hat. Viel von mir gehalten hat? Er hat gemeckert, er hat genörgelt, er hat seine Rechnungen nicht pünktlich gezahlt. Der Kerl ist doch nur in die Sprechstunde gekommen, um mir das Leben zur Hölle zu machen. Und der Mann ist jetzt tot? Das ist ja eine Tragödie. Hör zu, es ist mir einfach nicht wohl dabei. Es ist zu verlogen und außerdem habe ich Lester versprochen, dass ich ihm bei seinen Hausaufgaben zur Seite stehe. Die sind doch schon lange fertig. Die sind schon lange fertig? Wieso? Naja, weil du gesagt hast, dass ich dann den Boxkampf sehen kann. Ach so, deshalb der ganze Tumult. Verstehe, der gute Ben ist dir völlig egal. Du willst nicht auf die Beerdigung gehen, du willst einfach nur fertig. Jetzt sei vernünftig, das ist ein ganz bedeutender Kampf. Und wenn die Beerdigung zu lange dauert, verpasse ich ihn. Hier, Sportsfreund, ein Eilbrief für dich. Ah ja? Hey, Dad! Der Brief ist von einem College. Die scheinen mein Football-Talent entdeckt zu haben. Hör zu, Alan. Das ist eine äußerst wichtige Sache. Ich kann Terry nicht in einem solchen Moment allein lassen. Ich bin sicher, dass er mich braucht. Oh, wie kannst du nur so selbstlos sein? Hey, von was für einer Schule ist denn das? Eine für Legastheniker? Da liegst du völlig falsch, Bruderherz. Das kann nur von irgendeiner Top-Schule sein. Das ist von Penn, Rutgers oder Howard. Jetzt sperr mal schön die Lauscherchen auf. Oh. Zeig her. Sassan California State? Oh, das ist eine sehr gute Schule. Hier, du sollst am Montag rüberfliegen, um dich mit dem Trainer zu treffen. Ich gratuliere. Wow, seht euch das an, ein Erste-Klasse-Flugticket. Hey, Junge, sieh zu, dass du nicht unangenehm auffällst. Ich bin sehr stolz auf dich, Terry. Kommt, Jungs, wir gehen in die Küche. Ich mache euch was zu essen. Und dann reden wir in aller Ruhe darüber. Beeilung. Wir dürfen Ben nicht warten lassen. Du weißt doch genau, wie empfindlich er reagiert. Hören Sie, ich muss Montag in Kalifornien sein. Gibt's nicht sowas wie einen Expresszug? Oder einen Expressbus? Ich will aber kein Flugzeug. Weil Flugzeuge fliegen. Das ist mir viel zu weit oben. Ich meine, mir ist das zu hoch. Ich brauche den unmittelbaren Kontakt zur Erde. Das geht nicht anders. Okay, hören Sie, haben Sie nicht ein Flugzeug, das die Strecke nach Kalifornien rollt? Hallo? Hallo? Oh, so was Bescheuertes. Was mache ich denn jetzt bloß? Was ist denn los? Wie? Hey, hast du Angst vorm Fliegen oder was? Wie kommst du denn darauf, ha? Naja, du hattest gerade ein Reisebüro an der Leitung. Ach, nein. Ich hab mit der NASA telefoniert. Hör mal, du hast gesagt, dass du nicht fliegen willst, weil du nämlich... Du hast nichts gehört, klar? Ich hab keine Angst vorm Fliegen. Entschuldige, ich
musst mich verhört haben. Wovor hast du noch Angst, Mann? Vor Katzen? Filzläusen? Oder Grießbrei, hm? Hey! Schön die Klappe halten. Okay, okay. Hey, Katie, weißt du was? Terry hat Angst vorm Fliegen. Wirklich? Ach Quatsch, Blödsinn! Ihr haltet mich wohl für einen Volltrottel. Ich meine, sehe ich etwa aus wie einer von den Typen, die unter Höhenangst leiden? Hä? Seht ihr, kein Problem. Hör mal, Terry, ich kann dir helfen. Wir hatten das Thema Höhenangst im Psychologiekurs. Ja, ich kenne mich da aus. Ich hab keine Höhenangst! Doch, hast du. Du bist ein Tiefflieger. Jetzt hör auf, Sprüche zu klopfen. Akrophobie ist ein sehr ernstes Leiden. Es hat seelische Ursachen und geht einher mit Angst vor Schwäche, Hilflosigkeit oder sexueller Unzulänglichkeit. Was? Also jetzt hör zu, im Ernst. Ich fühle mich weder schwach noch hilflos. Von Letzterem will ich gar nicht reden. Würdet ihr zwei jetzt so nett sein und mich in Ruhe lassen? Harry, du kannst diese Angst überwinden. Ja, ich kenne da eine äußerst wirksame Methode. Sie heißt Furchtdesensibilisierung. Nur keine Panik, Junge. Katie und ich, wir werden deine Furcht in 0, nichts desinfizieren, aber hallo. Ach, Herrje, wir sind eine halbe Stunde zu spät. Das ist nicht meine Schuld. Wir brauchten Benzin. Der Tank war fast leer. Vielleicht kann sein, aber du hast auch noch die Reifen auswuchten lassen. In welchem Raum findet denn die Beerdigung statt? Oh, Entschuldigung, Sir. Wir kommen wegen Ben Mitchell. Ben Mitchell? Der ist doch tot. Ja, und wo finden die Beisetzungsfeierlichkeiten statt? Da drin. Kommen Sie, ich bringe Sie rein. Aber bitte leise und unauffällig. Lassen Sie mich nur machen. Psst. Lasst uns nun bitte in stillem Gebet verharren, um unseres toten Bruders zu gedenken. Reverend Pinky! Hey, Kumpel, ich hab noch zwei. Da vorne sind noch zwei Plätze frei. Viel Vergnügen. Entschuldigung. Schönen Tag noch. Hallo. Guten Tag. Ihr seid Zahnarzt. Sehr erfreut, hallo. Ron, war Ben ein Schwarzer? Hm? Ja. Ah, schon klar. Hey, das ist ja echt stark. Oh, wow, hier oben hat man echt den totalen Überblick. Warst du etwa noch nie auf dem Dach? Dad hat gesagt, wenn er mich dabei erwischt, dass ich hier oben irgendeinen Blödsinn anstelle, bringt er mich um. Ja, aber jetzt bist du doch hier. Ja, schon, aber ich mache ja keinen Blödsinn, oder? Ist ja für rein medizinische Zwecke. Terry? Ja? Ich weiß, dass du Angst hast, aber komm jetzt bitte raus. Ich hab keine Angst. Ich muss mir nur die Schuhe zubinden. Ah, na also, da wäre ich, oben auf dem Dach. Und ich fühle mich großartig. Es ist wunderbar. Ihr habt geglaubt, es würde mir etwas ausmachen. Aber bitte, ich habe keine Höhenangst. Ich komme mir vor wie auf dem Kilimanjaro. Mann, stell dich nicht an. Du klingst ja wie Tante Rosie. Oh, oh, ich hab solche Angst. Hm. Halt die Klappe, sonst fängst du eine. Ach ja, dann komm doch her. Zeig's mir, Mann. Na komm. Was ist? Hey, so wird das nichts, Junge. Hey, ich warne dich, Mann. Sag nicht sowas, Bruderherz. Du machst mir furchtbare Angst. Ach, was ist denn jetzt, Terry? Ich dachte, du klebst mir eine. Lester, hör auf. Vergiss nicht, dass wir hier sind, um Terry zu helfen. Er ist so eine Art Spätentwickler. Er leidet fürchterlich unter dieser infantilen Angst. Danke, Katie. Gut, also dann. Terry, vergiss nicht, was wir besprochen haben. Rhythmisch atmen. Schön tief durchatmen. Ah, sehr schön. Und jetzt zu Schritt Nummer 2. Ich werde dir erklären, was du tun sollst. Du schaust jetzt einfach durch die Linse dieser Videokamera. Das wird dir die Möglichkeit geben, Entfernung und Höhe nicht nur objektiv, sondern subjektiv zu erfahren. Und das wiederum wird dir helfen, Abstand von deiner irrationalen Angst zu gewinnen. Hey, ja, du hast recht. Das ist gar nicht so übel. Ja, das ist echt cool. Versuch ein bisschen herumzugehen, wenn du kannst. Ist ja alles in Ordnung, nur keine Angst. Ich führe dich, Mann. Du bist in guten Händen. Geht's?
Ja, ich krieg das schon hin. Ist gar kein Problem. Ist überhaupt kein Problem. Ist das die Straße da unten? Ja, genau, Mann. Du hältst dich gut. Hey, das funktioniert. Ich habe keine Angst. Ja, weißt du, Terry, wenn ich auf den Zoom-Knopf drücke, dann kriegst du ein Gefühl, als würdest du vom Dach fliegen. Achtung, es geht los. Hey, pass doch auf! Ich will von diesem blöden Dach runter! Ich will nicht nach Kalifornien! Ich will nicht aufs College! Ich will runter! Terry, hör zu! Denk bitte an die rhythmische Atmung! Ich will runter! Hörst du, Bleichgesicht? Ich glaube, er ist überfordert, also mach bitte die Tür auf, ja? Ach du Schande. Terry, es wäre besser, wenn du jetzt anfängst, rhythmisch zu atmen. Bitte, ich will endlich wieder runter. Ich will runter, ich will runter, ich will runter, ich will runter. Ich glaube, dass er irgendetwas falsch macht. Ja, aber er hat recht. Wir müssen hier irgendwie wieder runter. Keine Panik, keine Panik, keine Panik, keine Panik. Terry, hast du eine Idee? Eine Idee, eine Idee, eine Idee, eine Idee. Es ist sinnlos. Es ist sinnlos, es ist sinnlos, es ist sinnlos, es ist sinnlos, es ist sinnlos. Hey, sei mal still. Sekunde. Ich glaube, ich habe was gehört. Ja, Grandma sitzt unten vorm Fernseher. Grandma? Es ist Grandma, ja? Ja. Hör zu, ich zähle bis drei und dann rufen wir um Hilfe. Okay. Eins, zwei, drei. Sie brauchen gar nicht so zu schreien, Cliff. Niemand wird Sie hören. Sie werden Ewing Hall nicht mehr in die Quere kommen. Oh, das können wir vergessen. Sie hat einfach lauter gemacht. Hey, wartet, Ruhe. Ich höre da was. J.R. hat Cliff Barnes auf eine einsame Insel verbannt. Ja, und da wird er jetzt versauern, genau wie wir. Hä? Lass da. Ich glaube, er will uns etwas sagen. Cliff Barnes soll da versauern? Das wäre ja furchtbar. Ich höre dir zu, Terry. Nachricht an Grandma. Nachricht an Grandma. Nachricht an Grandma? Ja, wir können ja eine durch den Kamin schicken. Schlaues Bullshit, gut gemacht. Okay, ich mach das. Also wirklich, Sie sind naiver, als ich dachte. Liebe Grandma, seit unserer letzten Begegnung hat sich einiges getan. Cliff Barnes wird diese Insel nie wieder verlassen. Er hat's mit einer Flaschenpost versucht. Aber das wird ihm nichts nützen. Hey, ich hab eine Idee. Vielleicht kommt hier bald ein Flugzeug vorbei. Wieso legen wir uns nicht hier aufs Dach und bilden mit unseren Kappern das Wort Hilfe? Eine wundervolle Idee. Ja, genau, finde ich auch. Hilf mir mal, aus Terry ein Haar zu formen. Was ist los? Was macht ihr alle hier? Achtung, pass auf die Tür. Leaning, safe and secure from all alarm. Gepriesen sei sein Name. Amen. Setzt euch. Amen. Meine Brüder und Schwestern, dieser Mann war unbestritten ein Quell des Lichts für alle seine Freunde. Amen. Preiset den Herrn. Ja, aber kräftig. Ist doch wahr. Ich bin sicher, meine Brüder und Schwestern, dass dieser Mann nur auf diesem Planeten zu Gast war, um den Namen des Herrn zu glorifizieren. Unser Bruder war ein Mann der Tat. Ist so aufregend. Er hat euch oft in eurer Not geholfen. Wir ja, alle können wir ja Dauerkarten kriegen. Vermissen. Er war ein guter und aufrechter Mensch und jedem von euch ein wahrer Bruder. Und deshalb wird er in euren Herzen weiterleben. Oh, sie tut mir so leid. Und sollte nun einer von euch ein paar Worte über den Verstorbenen sagen wollen, dann möge er jetzt vor uns treten und seine Gefühle mit uns allen teilen. Lass uns jetzt gehen. Hör zu, Schatz, niemand will eine Rede halten. Du musst das tun. Du bist ein guter Redner. Ach, Unsinn, ich hab die Nase voll. Komm jetzt. Mein Bruder, möchtest du uns etwas sagen? Huh? Ja, Ron, na los, geh! Lobe den Herrn! Komm schon, Bruder! Na los, Bruder! Er kommt, Bruder!
Bruder. Was ist noch über diesen Mann zu sagen? Ja, was ist noch über diesen Mann zu sagen? Dieser Mann hat eine gute Seele. Eine gute Seele. Ein gutes Herz. Ein gutes Herz. Er hatte zwar einen kleinen Überbiss, aber ansonsten hatte er gute Zähne. Gute Zähne. Ja, Ben war ein guter Kerl. Ben, wer ist das? Ben Mitchell, das hier ist doch seine Beerdigung. Er war oder ein nein? ehrbarer Mann. Ach, Unsinn. Er war ein guter Mensch. Richtig, ein guter Mensch. Es ist der falsche Mann. Der falsche Mann. Der falsche Mann. Um so jung von uns zu gehen. Amen. Amen. Guck in den Sarg, er ist offen. Offen. Er war seinen 17 Kindern ein liebevoller Vater und ein treuer Freund. So ein Blödsinn. Wir hatten doch überhaupt keine Kinder. Der Sarg, er ist offen. Okay. Und wenn ich dich ansehe, Ben, dann stellt sich die folgende Frage. Wann hast du dir diesen Bart wachsen lassen? So, er hatte also 17 Kinder. Wie heißt dieses Weib? Die kann was erleben. Das ist ein Versehen, ja, Leute. Gottes Willen. Ein Versehen. Ja, ehrlich, entschuldigt. Das ist ein Missverständnis. Ihr müsst jetzt ohne uns weiter feiern, Leute. Es tut mir leid. Ja, wir müssen es leider gehen. Schönen Tag noch. Es war wirklich nett hier. Georgia. Atlanta. Costa Rica. San Jose. Oklahoma. Oklahoma City. Hawaii. Hawaii City. Hawaii City? Ja, Hawaii City. Du hast verloren. Hey, was tust du da drüben eigentlich? Ich hab denen fast alle Fenster auf dieser Seite eingeworfen und die Dugans lassen sich immer noch nicht sehen. Die Dugans sind vor 2 Wochen in Urlaub gefahren. Verstehe. Es ist ziemlich kalt geworden. Mrs. B, wir werden nicht sterben, oder? Das wird sich wohl kaum verhindern lassen. Unsere Eltern müssen bald von der Beerdigung zurück sein. Könntest du die Straße im Auge behalten? Okay. Hey, da unten steht ja Junior Taylor. Junior! Junior! Hey, wir sitzen auf dem Dach fest. Komm rauf und mach die Tür auf. Terry, hast du die Schlüssel dabei? Ja, hier. Hey, Junior, hier sind die Schlüssel. Fang! Gut gemacht, Kleiner. War mir ein Vergnügen. Wir sind gerettet, euch. Danke dir, Lester. Was ist denn jetzt los? Wieso geht Junior denn zu Terrys Corvette? Oh, ich verstehe. Das ist ja überhaupt nicht Junior. Oh, mein Wagen, mein Wagen! Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Wieso, was ist denn? Wir müssen einfach nur das Antennenkabel mit der Videokamera verbinden. Ja, das ist es. Aber wird uns das helfen, hier runterzukommen? Nein, das nicht. Aber wenn ich dann durch die Kamera schaue, kann ich mir vielleicht doch noch den Boxkampf ansehen. Gut, ich weiß, es war die falsche Beerdigung, aber als spirituelles Erlebnis war es einfach umwerfend. Ja, geh mir bitte aus dem Weg, ich verpasse sonst den Kampf. Sag mal, wo stecken die denn alle? Mom, Katie, Lester. Scheint keiner da zu sein, wo sind die denn hin? Ist doch egal. Ich will mir jetzt in Ruhe den Kampf ansehen und ganz unter uns gesagt, Ellen, es ist mir ein Vergnügen, einmal in diesen Raum zu kommen, ohne dass mich gleich das Gesicht deiner Mutter anstarrt. Das wäre nie passiert, wenn meine Tochter nicht diesen Mann geheiratet hätte. Ah! 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 Das darf nicht wahr sein! Ach Mist, es funktioniert nicht. Ich sehe immer nur Grandma. Es wird immer kälter. Wir müssen jetzt dringend irgendetwas unternehmen. Terry sieht gar nicht gut aus. Hey, ich hab's. Ich versuche, über den Sims die Fassade runterzuklettern und dann durch das Fenster in Katies Zimmer einzusteigen. Du hast wohl einen Knall, oder? Nein, das ist viel zu gefährlich. Ach, das ist doch Unsinn. Hast du vielleicht einen besseren Plan? Lester, du bleibst hier. Ist der völlig übergeschnappt? Es ist lang nicht so gefährlich, wie es aussieht. Lester? Lester! Lester! Oh mein Gott. Lester!
Lester, wo bist du? Lester! Lester, sag etwas! Was gibt's? Lester, du Idiot! Ich dachte, du wärst runtergefallen! Ach, Unsinn, der Sims läuft nur einmal ums Haus. Lester, so etwas darfst du mir nicht noch einmal antun, klar? Du bist mein Bruder, was soll ich denn ohne dich tun? Ich bin ja okay. Beruhige dich, Terry. Es ist ja alles in Ordnung. Ja. Ja, schon gut. Was ist? Wieso starrt ihr mich alle so an? Weil du dich nicht mehr wie ein Trottel aufführst. Ja, Mann, du siehst überraschend normal aus. Ja? Ja! Dad! Na, ey! Run! Sag mal, was treibt ihr eigentlich hier oben? Wir nehmen ein Sonnenbad. Wir wollten Terry von seiner Arachnophobie heilen. Hast du Angst vor Spinnen, Terry? Ich hatte Angst vorm Fliegen. Sie haben mir geholfen, damit ich am Montag nach Kalifornien fliegen kann. So ein Irrsinn. Hier oben hätte euch leicht etwas passieren können. Ich verstehe das nicht. Warum hast du mir kein Wort davon gesagt? Ich wollte, dass du stolz auf mich bist. Junge, ich bin stolz auf dich, aber ich erwarte doch nicht, dass du perfekt bist. Du weißt, egal was los ist, ich bin für dich da. Und wenn es dir hilft, dann fliege ich mit nach Kalifornien. Danke, Dad, aber wenn es okay ist, dann soll Lester mich begleiten. Ach, also schön. Du bist stolz, er ist nicht perfekt und er ist verrückt. Und ich freue mich hier zu Tode und würde mich liebend gern vor den Kamin setzen. Danke. Hey, was macht ihr denn alle hier oben? Die Tür! Was? Na also, ich fühle mich großartig. Es macht mir überhaupt nichts mehr aus. Na siehst du, habe ich dir doch gesagt, kein Grund zur Panik. Guck dir diese Wolken an, das sieht ja aus wie... Terry, da stimmt was nicht, wir stürzen ab! Lester! Beruhig dich, war nur ein Scherz.